Jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf Ahmad, der hat nämlich ein Video gestern hochgeladen. Isams Bayerns peinlicher Auftritt bei Leroy, Ahmad Talks 69. Versteht ihr 69, Digga, wegen der Sexstellung? Oh mein Gott. Bin ich dafür gefrontet, dass meine Zähne irgendwie schief sind, Digga? Die sind ja gelb wie... Was ist gelb, Digga? Keine Ahnung, Bro. Einen Moment. Ich hoffe, jetzt wird darauf geachtet, was ich sage und nicht, wie ich aussehe. Digga, wurde dein Bart nur zur Hälfte geladen? Hier ist Bart und hier ist einfach gar nichts, so, ja? Kuchen TV. Ich habe mich zwar nicht rasiert, aber ich hoffe, du achtest jetzt trotzdem auf den Inhalt dieses Videos. Auf gar keinen Fall. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Assalamu alaikum, Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es nicht um die dutzenden Reaktionen gehen, die Kuchen TV auf meinen Nacken macht, sondern es soll heute um das Video gehen, das Kuchen TV über Isam Bayern gemacht hat, nachdem er einen Auftritt bei Leroy Matata hatte. Und dieses Video von Kuchen TV, kleiner Spoiler, ist mehr als nur falsch. Die erste Sache, die KuchenTV an Isam Bayern kritisiert, ist das typische Narrativ, das auch in den Kommentaren stand, und zwar, dass Isam Bayern anscheinend und angeblich dauerhaft seine... Ja, an dieser Stelle will ich aber ganz kurz nochmal was sagen. Was ich persönlich sehr wichtig finde, ich finde es sehr komisch, dass, dass Ahmad immer wieder Videos über andere macht, ja auch über mich, gegen Kaiser und so weiter. Und das scheint ihn wirklich zu stören. Ich meine, er macht sogar ein Video über mich, wo es um Isam geht, warum auch immer ihm das halt so wichtig ist. Es wäre ja mal cool, wenn du vielleicht ein Video zu diesem Video hier machen könntest, ne? Da wird dir nämlich vorgeworfen, Fake News, Antisemitismus zu verbreiten und Verbrechen zu relativieren. Weiß ich nicht, Bro, also wenn mir Antisemitismus vorgeworfen werden würde, würde ich mir Gedanken machen und dann würde ich eventuell auch mal darauf ein Video machen und das irgendwie mal klarstellen, dass der Tobias Huch da vielleicht die Unwahrheit sagt oder die Wahrheit sagt, keine Ahnung. Will dir jetzt ja nicht vorwerfen, wirklich ein Antisemit zu sein, aber ist schon sehr komisch, dass du auf jede kleine Mini-Kritik eingehst. Aber auf sowas, was dann wirklich mal ein wichtiges Thema ist, ist dir dann plötzlich doch wieder egal. Gesprächspartner unterbricht, komische Grimassen macht und respektloses Verhalten an den Tag legt gegenüber ihr. Und dafür zeigt KuchenTV diese Clips. Beziehungen habe, dann bin ich dann ganz unglücklich. Nein, mach aber das ja. Aber das gehört ja zum Leben. Und ich habe mir dann Tinder installiert, um zu daten. Ist es sogar richtig, sie zu töten? So, wie ihr gesehen habt, die ersten beiden Male, Isam hat sie jetzt zweimal unterbrochen. Richtig, das ist wirklich respektlos, beziehungsweise das ist nicht gut, aber schauen wir einfach mal weiter. Frauen dürfen nicht das Haus verlassen. Das gibt's tatsächlich bei der Taliban. Das, was KuchenTV selber in seinem Video geschnitten hat, reingeschnitten hat, als Beispiel dafür, dass Isam respektlos ist, habt ihr gerade gesehen, ist, dass sie für die Muslime als Beispiel die Taliban nimmt. Und Isam hat sie da noch nicht mal unterbrochen. Isam hat da einfach nur geschockt geguckt und Leroy hat sie selbst unterbrochen nach diesem Beispiel. Sie nimmt hier eiskalt die Taliban, eine Terrororganisation aus Afghanistan, als Beispiel für die Muslime. Und Isam ist... Guck mal, das Ding ist... Es geht ja nicht explizit darum, jetzt den Islam mit dem Taliban irgendwie gleichzustellen oder zu sagen, okay, das ist jetzt der Islam, sondern ihre Aussage war halt, dass der Islam immer überall anders ausgelebt wird. Und es gibt natürlich welche, die das sehr moderat machen, die sehr offene Regeln haben. Und es gibt eben auch die Taliban, die nun mal auch den islamischen Glauben haben, zumindest eine Version davon. Weiß ich nicht, wie man das sagen kann, also... Ich finde das weird, was sie machen. Ich weiß auch, dass das nicht der Islam ist. Das ist mir auch klar, aber für die Taliban selber, die denken, dass das der richtige Islam ist. Und das ist ja genau das, was sie halt kritisiert, dass diese Auslegungssache in Religion und vielleicht auch gerade beim Islam halt so groß ist, dass es halt einfach Leute gibt, die nach Regeln leben, wo es zum Beispiel okay ist, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, worum es da geht, irgendwie Frauen nicht gleichberechtigt zu behandeln. Das ist ja der Punkt gewesen so. Und daran ist ja per se erstmal nichts falsch. Die legen den halt falsch aus. So, das ist doch richtig und das ist doch ihr Punkt gewesen. Ist jetzt respektlos in KuchenTVs Augen, weil er eine Mimik verzieht? Einfach komisch, aber guckt einfach weiter, es wird noch komischer. Und ich habe mir dann Tinder installiert, um zu daten. Sagt sie, sie hat sich in Tinder installiert und Isam lacht. Muss nicht unbedingt sein, falls er professionell wirken will. Ich sag euch ganz ehrlich, ich find's auch lustig. Trittst aus der Religion aus, holst du direkt Tinder, sagst du, ist Schwein und so weiter. Ist ein bisschen komisch, aber ja, muss. Ja, es ist komisch, Digga. Frei zu leben, wie man das möchte, Digga. Es ist komisch, Digga. Es kommt mir nicht rein. Jeder selber für sich wissen, war nicht unbedingt korrekt vielleicht. Aber jetzt kommen wir zum Krassesten. Was KuchenTV selber zusammengeschnitten hat. Schaut euch das letzte Beispiel an, was KuchenTV zeigt. Es ist sogar richtig, sie zu töten.
Das sind gerade nicht ihre persönlichen Erfahrungen. Sie stellt das gerade als Fakt dar, dass es im Islam okay wäre, ihre Freundin oder die, die sie gerade beschreibt, zu töten. Laut dem Islam. Und danach sagt sie laut... Ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat. Das würde ich jetzt eigentlich gerne nachgucken. Hat er da was weggeschnitten oder nicht? Weil ich meine, ich habe da mehr drinnen gelassen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war, den ich meine. Gucken einfach mal rein, ob ihr irgendwas weggeschnitten habt. Ich glaube, das war der Anfang, oder? Um zu verstehen oder vielleicht... Genau am selben Tag. Und ich habe auch meinen Freund kennengelernt, mit dem ich seit... Ist es sogar richtig, sie zu töten? Na, nee, gut, das habe ich da nicht gezeigt. Aber irgendwo habe ich die Aussage genommen, glaube ich. Auf allen sunnitischen Schulen ist es erlaubt. Und KuchenTV nimmt dieses Beispiel als Respektlosigkeit von Isam. Ja, Digga, guck mal, so zu machen ist doch einfach respektlos. Es geht darum, einfach eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen. So, und wenn... Da jetzt jemand was, also jemand lügt über deine Religion oder was Falsches sagt, dann sei doch einfach respektvoll, nimm das Argument erstmal so hin und dann reagier doch ganz vernünftig drauf. Er hat doch danach die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen. Deswegen ist es doch eine Diskussion. Deswegen diskutiert man doch, egal ob der Punkt jetzt gut ist oder nicht. Ich sag damit nicht, ja, die hat recht. Darum geht's mir gar nicht so. Es geht einfach darum, dass er die ganze Zeit Grimassen gezogen hat, dazwischen geredet hat. Ich glaube, ich habe nicht mal alles gezeigt, da waren 2, 3 Sachen auch noch mehr drin. Er hätte auch einfach ganz normal da sitzen können und wenn er einen Punkt schlecht findet, hätte er sagen können, ey, warte mal, das ist überhaupt nicht so und dann erklären können, warum der falsch ist. So führt man eine Diskussion. Weil er eine Grimasse macht. Sie sagt, dass man in seiner Religion Menschen töten darf. Und er nimmt das als Beispiel für Isams Respektlosigkeit. Das ist ihre Respektlosigkeit, weil sie mit ihrem... Zensiert er wirklich den Ausschnitt? Digga, nein, oder? Hä? Digga, also, das ist ja nicht mal ein richtiger Ausschnitt. Das ist jetzt nicht so, dass sie da mit offenen Brüsten... Digga, der trollt doch, Digga. Das ist doch ein wandelnder Troll. Ihre Respektlosigkeit, weil sie mit ihrem Halbwissen den Islam in ein schlechtes Licht stellt und das Narrativ von den Medien weiter füttert. Ey, Digga, wenn das stimmen würde, dass man im Islam die und die töten dürfte, dann wäre auf der ganzen Welt Chaos. Wir haben über 2 Milliarden Muslime und wir sind gerade mal fast 8 Milliarden Menschen. Und das war kein Missverständnis oder sowas. Das, was Kuchen da gerade rausgeschnitten hat, um die Respektlosigkeit Isams zu zeigen, das war der ganze Clip davon. Schaut es euch an. Und sie wurde beleidigt, bespuckt und so weiter und... Ja, aber ist das jetzt nach dem Islam richtig, dass sie beleidigt bespuckt wird? Also erlaubt der Islam das? Aus islamischer Sicht ist es sogar richtig, sie zu töten. Ihr habt es gerade gesehen, diesen Clip, wo sie sogar sagt, dass es sogar okay ist, zu beleidigen, zu töten. Und Isam fragt sie nochmal extra. Ja, es ist doch auch ein dummer Punkt. Aber du musst mal überlegen, so, er beschwert sich jetzt quasi darüber, naja, guck mal, jetzt in der Öffentlichkeit steht der Islam wieder als böse Religion da. Hat Isam denn jetzt irgendwas gemacht, um die Religion vernünftig zu verteidigen, damit dieses Narrativ nicht weiter in die Öffentlichkeit geht? Nein, durch seine respektlose Art. Natürlich ist der Punkt dumm. So, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube jetzt Isam, ich glaube auch Ahmad, wenn er sagt, das darf man nicht. Und an sich hat er ja auch recht, also wenn das jetzt normal wäre, dann würde es viel mehr Tote geben durch solche Verbrechen, hundertprozentig so, ne? Und Isam hat aber genau das Gegenteil gemacht, eben durch diese respektlose Art. So, es wäre 1000-mal klüger gewesen, wenn er einfach ganz normal ruhig geblieben wäre, wenn er einfach gesagt hätte, hör mal, das ist falsch, aus den und den Gründen. So, das wäre viel besser gewesen, als die Augen zu verdrehen, reinzureden, whatever. Ich meine, gerade bei so einem Thema wie Religion ist es halt klar, dass es da hitzig zugeht, dass es da verschiedene Auslegungen gibt, dass es da auch, dass oft auch Kultur mit Religion und Politik und so weiter, dass das irgendwie da vereint wird und das ist nicht das Gleiche so, ne? Das sind halt alles Punkte, die man halt nicht vergessen darf. Religion ist ein super schwieriges Thema, darüber zu diskutieren. Und da musst du einfach ruhig bleiben, sonst kommt deine Religion immer schlecht dabei rum. Deswegen finde ich es lustig, dass Ahmad mit diesem Video wahrscheinlich eigentlich seine Religion verteidigen möchte, aber genau das Gegenteil macht, wenn er Islam verteidigt. Denn Islam hat genau das Gegenteil bewirkt. Explizit, aber es ist doch laut dem Islam nicht erlaubt. Dann sagt doch, und das nimmst du, KuchenTV. Du hast das Video sogar, du hast sogar darauf reagiert, auf deinem KuchenTV Uncut-Kanal. Du hast es dir dann nochmal angeguckt und dann wahrscheinlich nochmal, um auf deinen Hauptkanal ein Video zu machen. Und dann nimmst du das als Ausschnitt, weil du gerne Narrative fütterst. Und abgesehen davon... Warum sollte ich das jetzt dreimal gucken? Das verstehe ich nicht.
Na, ich würde gerne Narrative, sagt der Typ, der nie irgendwelche Belege für seine Argumente bringt. Naja, mach mal wieder soziale Experimente, Bro. Davon gab es auch dutzende Ausschnitte auf TikTok und Videos, die gezeigt haben, die genau das gleiche gemacht haben wie KuchenTV, nur andersrum. Die nämlich Ausschnitte von der Ex-Muslimin hatten und gezeigt haben, wie oft die Ex-Muslimin Islam unterbrochen hat. Das hätte auch ein KuchenTV zeigen können, dass die Ex-Muslimin Islam auch unterbrochen hat. Wurde aber nicht gemacht, weil man zeigt gerne nur eine Seite. Und beschwerst dich dann darüber, dass sie den Islam kritisiert? Wow, das habe ich ja wirklich gar nicht kommen sehen jetzt. Im Laufe des Videos sagt KuchenTV mehrmals sowas, wie ihr gerade gesehen habt, und zwar, dass Islam sich darüber beschwert oder empört darüber ist, dass sie den Islam kritisiert. Das sagt KuchenTV öfters. Ich glaube, KuchenTV, muss ich ihm einfach eingestehen, hat sich nicht genug mit dem Thema befasst oder nicht aufmerksam genug zugehört. Denn Islam beschwert sich nicht darüber, dass sie den Islam kritisiert. Es geht darum, dass sie etwas kritisiert aus ihrer Sicht, was der Islam ist, was aber nicht ansatzweise etwas mit dem Islam zu tun hat. Das, was sie da kritisiert, wie man ja gerade gesehen. Digga, es ging doch darum, sie bringt ihre Geschichte. Sie sagt ihre Lebensgeschichte, wie sie das Ganze wahrgenommen hat. Sie ist mit muslimischen Eltern aufgewachsen. Sie wurde jetzt, ja, wurde ein bisschen, glaube ich, dazu gezwungen, auch, ne, muslimisch zu sein. Es ist doch ihre Geschichte. Digga, es geht doch nicht darum, dass da jetzt zwei Islamwissenschaftler sitzen, die sich über die Auslegung des Islams, da, also darüber streiten, was jetzt richtig ist und was nicht, sondern es geht um ihre Geschichte, wie sie persönlich das wahrgenommen hat. Und das ist ja auch genau das, was ich lustigerweise auch in diesem Video gesagt habe. Es gibt so viele verschiedene Auslegungen, jeder hat halt irgendwie seine eigene Art, mit der Religion zu leben. Das ist auch nicht nur bei Muslimen so, sondern bei Christen ist es genau das Gleiche. Bei den einen ist Sex vor der Ehe okay, bei den anderen nicht. Die einen gehen jeden Sonntag in die Kirche, die anderen nicht. So, jeder hat so seine eigene Auslegung, was die Religion ist. Darum geht's doch so. Und es ist, also das, der Islam weiß ja auch, worum es in diesen Diskussionen geht. Das war schon bei jeder Folge so, dass immer Leute ihre persönliche Meinung, ihre persönlichen Erfahrungen mit reingenommen haben. Und wenn du da jemanden hast, der ein Aussteiger aus dem Islam ist, dann ist es halt auch klar, dass der wahrscheinlich schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Das heißt, du hättest dich schon im Vorfeld darauf einstellen können, dass eher negative Sachen über den Islam genannt werden, was vielleicht auch Einzelfälle sind, also wirklich so Einzelfälle halt, dass es nicht der Islam an sich ist, sondern das ist halt Pech, weil die Eltern haben halt einfach falsche Vorstellungen gehabt. Hat, die Taliban als Beispiel für die Muslime nehmen, mit es ist okay, Menschen zu beleidigen, zu töten sogar, so etwas zu kritisieren, hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich glaube, ich muss jedem Menschen mit gesundem Menschenverstand nicht sagen, dass der Islam nichts mit den Taliban zu tun hat oder Menschen, die Leute umbringen. Nur weil der von so welchen Menschen ausgenutzt wird, gibt es das niemandem das Recht, auch sie nicht, sich hinzusetzen und den Islam damit gleichzustellen. Und das kritisiert Islam. Aber in der meisten Zeit des Videos... Nein, tut er nicht. Ich meine, wir können uns das ja gerne nochmal angucken, weil das, guck mal, das ist schon wieder so ein Ding. Er zeigt das einfach nicht. Warum zeigt er nicht, was Islam gemacht hat? So, wir können uns das hier gerne einfach mal angucken. Was wieder komischerweise nicht gezeigt wird. Ich weiß gar nicht, wo das war. Hier war das, warte. Dort wird das aber... Was hier? Du bist mit einer besseren Moral, mit einer besseren Verständnis vom... Ich kann das nicht nachdenken. Warte, ich habe irgendwo Andreas reingeschnitten, ne? Hier. Es geht doch hier darum, ich erinnere sie nicht. Ich hinterfrage sie, weil eine Religion, ja, die Gott gegeben ist... Du kannst doch machen, was du willst. Keiner zwingt dich dazu, Muslim zu sein. Es geht doch hier darum, zu erklären, warum ich aus dem Islam ausgetreten bin. Und das sind... Ich bin doch glücklich, dass diese... Du bist unglücklich, aber warum willst du jetzt meine Religion, mit der ich glücklich bin, ändern für mich? Ich ändere sie nicht, das habe ich ja auch nie gesagt. Du sagst ja, du willst das ja kritisieren. Das meine ich mit diesem Angegriffen fühlen, Digga. Das passt gar nicht zu dem, was er gerade gesagt hat. Das ist was ganz anderes. Ey, Ahmad ist wirklich unfassbar. Hat sie anscheinend den Islam nicht verstanden. Und ich nehme ihr das noch nicht mal übel, weil sie ja ganz klar sagt, was ihr Vater ihr angetan hat und so weiter. Daher weiß sie gar nicht, was der richtige Islam ist. Sie hat nur ein Bild von ihrem Vater und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und Islam schreitet ein, um ihr zu erklären, hey, das hat nichts mit dem Islam zu tun, um das klarzustellen. Und das checkt KuchenTV nicht. Doch, aber wie macht er das, Digga? Wie macht er das? Der nächste Riesenpunkt in dem KuchenTV-Video, den KuchenTV extra auch zu 100% einfach komplett missverstanden hat, ist die Homophobie. Und da zeigt KuchenTV mal wieder, dass er gar keine Ahnung hat von Religion, Islam und so weiter. Einen Juden oder einen Christen fragt, einen katholischen Christen oder einen Juden, ne? Wenn man die fragt, dann werden die sagen, ja, bei uns in der Religion ist das verboten. Dort wird das aber jetzt nicht so angeprangert wie jetzt im Islam. Weil wir trotzdem, hier die Aufklärung hatten. Wie bitte? Weil wir hier eine Aufklärung hatten. Das haben wir leider in der islamischen Welt nicht. Das aber es ist doch immer noch verboten. Das, was Islam da sagt, ist zu 100% faktisch gesehen richtig.
Das ist einfach richtig und das werde ich euch auch gleich zeigen anhand eines anderen Beitrags von Funk, was sehr ironisch ist. Aber schaut euch erstmal an, was KuchenTV dazu sagt. Wie Leroys Team halt schon richtig eingeblendet hat, ist Homosexualität in christlichen Kirchen, zumindest in Deutschland, in weiten Teilen halt akzeptiert und das wird sogar teilweise unterstützt. Was KuchenTV da sagt, zeigt einfach, dass er es anscheinend nicht verstanden hat. Er sagt jetzt, dass es für die Kirchen okay ist, so wie das Funk angezeigt hat. Er hat aber wahrscheinlich einfach nicht richtig gelesen, was da steht und nicht richtig zugehört, was Isam gesagt hat. Isam hat ganz klar und richtig gesagt, katholische Menschen. Einen katholischen Christen oder einen Juden. Was da KuchenTV benutzt als Untermauerung, da steht EV-Punkt. Das, was Funk da einblendet, katholische steht für evangelische Kirchen. Denn das ist nicht die Tatsache, dass die Kirchen das akzeptieren. Die katholischen Kirchen und die jüdischen Menschen, genauso wie Isam das gesagt hat. Also ich weiß nicht so, das Erste, was ich halt finde, der erste Beitrag ist halt katholischer Reformprozess, Homosexualität ist Gott gewollt. Der Aachener Bischof, blablabla, setzt sich dafür ein, dass homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen. Also dürfen sie halt noch nicht, auch für die Pille, das ist eine Neueinschätzung. Also es gibt auch in der katholischen Kirche anscheinend, ich glaube sogar die in Aachen ist gar nicht mal so klein, eine große Gruppe von Menschen, die sich halt dafür einsetzen, dass genau das halt geändert wird. Also es findet ein Umdenken auch in der katholischen Kirche statt, auch wenn der vielleicht noch nicht so weit ist wie in der evangelischen. Stehen genau zu 100% beide Kirchen sind für pro-LGBTQIA-Plus in Deutschland. Bei dem Islam hinter Isams Meinung. Und jetzt kommt das Krasseste, weil ich hatte ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, was Funk denn selber dazu sagt, bei zum Beispiel anderen Videos und so weiter. KuchenTV hat sowas gesagt wie, vielleicht macht ja Leroy irgendwann mal auch ein Video zu Christ trifft Ex-Christ. Und tatsächlich hat Leroy schon so ein Video gemacht. Wisst ihr, was da stand? Genau das, was Isam gesagt hat. Dabei stehen orthodoxe Christen, Katholiken und Muslime der Homosexualität tendenziell ablehnender gegenüber als evangelische Christen. Das bedeutet, das, was Isam da gesagt hat, war zu 100% richtig. Und KuchenTV nimmt einfach diesen Text, wo sogar EV klein steht, wo es nur um evangelische Christen geht und sagt generell, alle Kirchen stehen dazu generell offen über. Stehen sie nicht? Die meisten. Doch, die sind viel offener. Stehen dann nicht generell offen gegenüber. Und ganz viel offener, als es in anderen Religionen ist. Bevor wir noch weitermachen, was ja, ist. Und ablehnen heißt auch nicht verboten. Das kommt auch noch dazu. Wieso nicht verstehe, warum das bei Isam so kritisiert wird, obwohl er es noch so super freundlich ausgedrückt hat. Funk hatte in der Vergangenheit auch ein anderes Treffen, sage ich mal. Und zwar einen Christen, der sich mit einem schwulen Mann getroffen hat. Und in diesem Video sagte der christliche Mann genau das. Ich glaube, dass es generell erstmal keine Sünde ist, dass man homosexuell empfindet, aber nach meinem biblischen Verständnis ist es eine Sünde, wenn man sich danach richtet, also wenn man dem auch folgt. Da sagt der Typ nicht nur einerseits, dass es verboten ist, wenn man dem folgt, also die Sünde begeht, genauso wie Isam sagt. Er sagt generell ist es nicht verboten, nur wenn man der Sünde folgt. Das heißt, er sagt nicht nur eins zu eins das, was Isam sagt, sondern der Christ, der bei Funk war, sagt auch noch zusätzlich darüber hinaus, dass das hier... Was für mich ein No-Go ist, ist tatsächlich das Thema Ehe. Ich glaube tatsächlich, dass die Ehe, so wie die Bibel davon spricht, nur zwischen Mann und Frau existieren kann. Dass für ihn die Ehe nicht vereinbar ist mit Mann und Mann. Also er sagt ganz klar, für ihn ist es nicht vereinbar mit Mann und Mann. Und das ist okay, weil es biblisches Verständnis ist. Aber also Ahmad, so jetzt mal wirklich eine Frage. Also ich glaube gerade wirklich, dass du, ich glaube, du hast wirklich irgendwelche Probleme im Kopf so und ich würde dir da auch gerne helfen. Woraus schließt du jetzt bitte, dass irgendeiner, also es geht, das Video geht ja gegen mich, dass ich finde, dass es okay ist, dass es keine Ehe für Homosexuelle geben soll oder dass es okay ist, wenn das ein Christ sagt. Woraus schließt du das? Ich habe dieses Video überhaupt nicht gesehen, davon jetzt abgesehen, ich wusste gar nicht, dass das existiert, weil ich in diesem Funk, ich weiß, welches Funkformat das ist, da haben wir uns mal ein Video angeguckt, aber ich verfolge das nicht. Ich habe selber schon Videos gemacht, wo ich gesagt habe, dass die Ehe für alle auf jeden Fall kommen soll und ich habe auch nie auf dieses Video reagiert, ich habe das nie in meiner Story gehabt oder sonst irgendwas. Also du denkst dir gerade einfach aus, dass weil man das nicht kritisiert hat, diese Aussage, die man ja vielleicht doch einfach gar nicht kannte, dass man das gut findet. Ich komme darauf nicht klar. Er hat mir wirklich einfach gerade vorgeworfen, dass ich es anscheinend okay finde, wenn ein Christ gegen die Ehe für alle ist. Das hat er wirklich einfach gerade gesagt. Der Typ ist krank im Kopf. Der Typ ist wirklich, der ist krank im Kopf. Der kann einfach nicht denken. Der verdreht im Kopf so krass die Sachen, um da irgendwie irgendwas zu finden. Digga, der muss sich Hilfe suchen.
Wenn Islam es sagt, dann findet das KuchenTV nicht okay, dann zeigt das daher, dass wir zu wenig Aufklärung hatten. Nein, das zeigt ganz klar, dass es falsch ist, was du gesagt hast. Die Kirchen sind sich in den meisten Punkten genauso einig mit Islam, zumindest zu 100% katholische Kirche. Also worüber reden wir hier? Aber egal, schauen wir, was KuchenTV noch weiter zum Thema Homophobie bei Islam Bayern zu sagen hat. Du hast wirklich Glück, dass ich nicht Islam bin, wirklich. Jetzt gerade bin ich noch nett und ich bin sehr, sehr sachlich. Ich versuche hier gerade nur Gerechtigkeit. Was für sachlich, Digga, willst du mich verarschen? Du hast mir vorgeworfen, dass ich es okay finde, wenn Chris sagt, dass er nicht für die Ehe für alles, Digga, willst du, ey, junger Mann, Alter. ...weiten zu lassen, aber das, was du machst, das ist wirklich krass. Das ganze Video habe ich mir mehrmals angeschaut. Ich glaube, es hat mir jetzt 6-mal angeschaut. Und wisst ihr, was ich daraus resultieren konnte? Du hast dir das 6-mal angeschaut, vorher hast du noch rumgeheult, dass du dir nicht mal 6 Minuten meine Stimme geben kannst. Aber ein 15-Minuten-Video kannst du dir 6-mal angucken, oder was? Junge, der Typ ist so eine Doppelmoral. Ich check das nicht, Digga. Du kannst nicht so dumm sein wie er, es geht nicht. Du kannst nicht so oft doppelmoralisch unterwegs sein. Der macht das, der muss es doch absichtlich machen. Bevor das Thema Homophobie erst angefangen hat in Leroys Video, bevor die darüber geredet haben, im späteren Teil des Videos, hat Islam von alleine das hier gesagt. Und wir haben halt viele Jugendliche in Deutschland, wenn es zum Beispiel um Homophobie geht, dass sie einfach denken so, okay, Homophobie ist im Islam, also homosexuell sein und ausleben ist verboten und das gibt mir das Recht, diesen Menschen zu beleidigen zum Beispiel. Und das stimmt ja gar nicht. Er sagt nicht nur, dass viele junge Menschen das vielleicht falsch verstehen im Islam und sagt, dass es nicht okay ist, sondern er sagt noch zusätzlich das hier. Aber das Problem ist, es widerspricht sich, wenn ich diese Menschen angehe, beleidige, fertig mache, weil das dann auch verboten ist innerhalb der Religion. Das heißt, ich darf keinen Menschen beleidigen oder verletzen, nur weil er jetzt so denkt oder so ist. Wie ihr gerade gesehen habt, sagt er sogar noch mal zusätzlich von alleine, als gefragt wird, aber ist das nicht verboten im Islam schwul zu sein, sagt er ja, ist es, aber trotzdem ist es nicht erlaubt und auch eine Sünde, dann diese Menschen zu beleidigen. Er verteidigt diese Menschen. Warum zeigst du das nicht, KuchenTV? Du hast dir wahrscheinlich gedacht, es gibt niemanden. Ah, okay. Das ist also jetzt schlimm, dass ich das nicht zeige, was ja gar nicht der Inhalt ist, weil ich wollte zeigen, warum er halt respektlos ist. Das war ja der Inhalt meines Videos. Da ist aber so ein bisschen die Frage. Also ich meine, du hast ja, können ja einfach mal gucken, wäre eigentlich ganz lustig, das jetzt einfach mal zu zeigen hier. Du hast ja beispielsweise auch vor einem Jahr ein Video über mich gemacht, die ganze Weile über KuchenTV, wo du komischerweise halt auch nur negative Ausschnitte gezeigt hast, die du dir irgendwie zurechtgeschnitten hast, wo du nicht so Aussagen gezeigt hast, zum Beispiel in meinem Gehörter Islam zu Deutschland Video, wo ich meinte, jeder Mensch gehört zu Deutschland, egal welche Religion er hat, die komischerweise in deinem Video gar nicht stattgefunden hat. Oder dass du da generell auch Ausschnitte falsch rum zusammengeschnitten hast, um mir Rassismus vorzuwerfen in einem Video, was gegen Rassismus ist. Warum hast denn du sowas gemacht? Warum hast denn du da meine Ausschnitte nicht gezeigt, die quasi dafür gewesen sind? Ich kann es dir sogar sagen, weil du das selber damit verteidigt hast, dass du meinst, ja, das ist quasi die ganze Wahrheit und du wolltest die andere Seite zeigen. Ja, Bro, wollte ich auch. Also das ist ja dein Verhalten so. Von daher verstehe ich nicht, was daran so schlimm sein soll. Oder ich weiß gar nicht, welches Video das war. Was ich da gezeigt habe, ich meine, das war auch, war das dieses KuchenTV und Gina lieben sich oder TikTok Cringe Nummer 9? Ich weiß gar nicht, ich glaube das Video oder das andere. Tati, danke für den T1-Sub. Wo du extra nochmal erwähnt hast, ja, ich habe mir das 6-Minuten-Video, das 6-Minuten-TikTok, was KuchenTV gemacht hat, gar nicht angeguckt. Warum hast du denn das nicht angeguckt? Warum bist du da nicht auf meine Aussagen eingegangen? Oder grundsätzlich, du hast ja auch schon mal 2-3 Mal Videos über Videos gemacht, die ich gemacht habe. Da bist du doch auch nicht immer auf alle Punkte eingegangen. Warum hast denn du da voll viele Ausschnitte weggelassen? Warum hast denn du nicht jede einzelne Aussage von mir genommen, die ich in meinem Video genannt habe? Diese Aussage ist so dumm, natürlich sucht man sich die krassesten Sachen raus für ein Video. Digga, das machst du genauso, das macht jeder Meinungsblogger. Aber jetzt macht's KuchenTV, da ist es wieder schlimm. Aber wenn du wichtige Punkte weglässt oder verdrehst, da ist es wieder in Ordnung. Ich frag mich wirklich, ob der das ernst meint. YouTube darauf reagieren wird. Ich kann einfach Islam wäschen. Ich nehme die Klicks mit, da ich dieses negative Narrativ schon bei meiner Community aufgebaut habe. Er hat auch in diesem Narrativ ganz oft gesagt, dass Sachen aus dem Kontext geschnitten worden sind. Macht aber genau das Gleiche und diskreditiert Menschen und stellt sie schlechter dar. Mal wieder ein übertriebenes KuchenTV-Beispiel. Aber stellt euch mal vor, in dem Interview wäre ein Nazi gewesen. Und der hätte gesagt, hä, warum soll ich den Nationalsozialismus ändern? Ich komme doch mit den Regeln super klar. Als ob dann irgendwer gesagt hätte, ja, er hat recht. Wenn er damit klarkommt, ist das doch voll
voll gut eigentlich. Isa sagt in dem Video, dass die islamischen Regeln für ihn gut sind und nicht geändert werden müssen. Zum Beispiel auch in Hinsicht auf, dass die Homosexualität verboten ist und so weiter. Er sagt, die islamischen Regeln sind für ihn und die ganzen anderen Muslime okay und sie müssen nicht geändert werden. Was macht KuchenTV jetzt? KuchenTV nimmt jetzt einen Nationalsozialisten als Beispiel. Er spielt jetzt dieses cringe Rollenspiel und sagt, wenn ein Nazi jetzt sagt, dass die Regeln für ihn okay ist, dann akzeptieren wir das ja auch nicht einfach. Muss ich dir wirklich erklären, dass dieser Vergleich hinkt und komplett unpassend ist, dass die Regeln eines Nazis vermutlich anders sind als die Regeln des Islams und nicht miteinander vergleichbar sind? Die Regeln des Islams bauen nun mal darauf auf, die Menschen zu schützen und zu ehren. Deswegen sagt man auch, dass kein Mensch, der homosexuell ist, verfolgt werden darf. Regeln von Nazis, muss ich was dazu sagen? Und nein, ey. Digga, er versteht meinen Punkt einfach komplett nicht so. Das ist halt auch das Ding, weil er auch da, er zeigt ja meine Aussage auch gar nicht, worauf ich mich beziehe. ADK, ich habe nicht. Das Ding ist, er lässt meine ganze Argumentation, die ich gebracht habe, lässt er weg. Also auch hier, er hat sich gerade darüber beschwert, dass angeblich ja ich Sachen auseinandergeschnitten habe, macht es jetzt hier einfach direkt selber, genau in dem nächsten Beispiel. So, Digga, es ist unfassbar. Ja, es macht mich wirklich wütend. So, guck mal, um das nochmal auszuholen. Also es ging ja darum, dass Islam gesagt hat, er ist mit den Regeln zufrieden. Und ich habe gesagt, es ist kein Argument zu sagen, dass man selber mit irgendwas zufrieden ist oder nicht, weil es nun mal Menschen gibt, die halt darunter leiden. So, zum Beispiel Homosexuelle, die im Islam, wenn ich jetzt, selbst wenn man sagt, okay, man darf nicht verfolgt werden und so, nehmen wir mal an, du wärst jetzt halt irgendwie Muslim, du bist halt jetzt in Deutschland so, du bist homosexuell, die Leute wissen das. Von mir aus, du darfst trotzdem in die Moschee, du darfst machen, was du möchtest, aber jeder ist halt ablehnt dir gegenüber, weil du halt sündigst. So, indem du zum Beispiel jetzt mit einem anderen Mann zusammen bist. Dann ist das für diese Leute einfach schlecht, weil die ein schlechteres Leben haben aufgrund ihrer Religion. So, und dann zu sagen, ja, aber mich betrifft das ja nicht, ist halt einfach dumm. Weil dich muss ein Problem nicht betreffen, um das angehen zu können oder zu verändern. So, und das ist die Sache, die ich halt bei Islam kritisiert habe. So, selbst wenn du selber damit zufrieden bist, kannst du doch so empathisch sein und sagen, ey, okay, es gibt hier vielleicht einige Punkte, wo tatsächlich Menschen drunter leiden, ey, da können wir ja anpacken und können das vielleicht ändern. So, jetzt zum Beispiel von mir aus nur die evangelische Kirche hat es doch auch gemacht. Die haben auch gesagt, so, ey, Ehe für alle ist super, Homosexualität ist klasse, wir unterstützen das. Das war früher auch nicht so. Und die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, waren wahrscheinlich zu einem Großteil auch nicht homosexuell. Aber die wissen halt genau, wie die Menschen, die diesen Glauben hatten, drunter gelitten haben und haben sich dann halt dafür eingesetzt, dass die einfach ein freies Leben auch in ihrer Religion haben. So, und um zu zeigen, dass dieses Argument mit mich betrifft, das ja nicht einfach dumm ist, habe ich halt dieses übertriebene Beispiel gezeigt, um den Leuten das halt klar zu machen. So, weil keiner würde jetzt bei einem Nazi sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin deutsch, blaue Augen so, ich würde auch nicht sagen, ja, Nationalsozialismus, ich habe ja keine Nachteile, ist super. Da würde ich auch für gehatet werden. So, weil andere Menschen extrem drunter leiden. Natürlich viel, viel extremer als unter dem Islam, das ist ja klar, deswegen ja auch ein übertriebenes Beispiel. Aber das sollte einfach nur... Das sollte nur das Argument von Islam entkräften. Mehr sollte das nicht machen. Und du stellst es komplett falsch dar. In Islam mit Nationalsozialisten gleichgestellt, es geht um das Argument von Islam. Jetzt sagt er quasi für seinen Kontrahenten ABK, dass er den Islam nicht mit Nazis gleichgestellt hat. Hat er auch nicht. Er hat nur Nazis mit Muslime verglichen. Gar nicht schlimm und böse. Er hat die gar nicht gleichgestellt. Digga, natürlich stellst du Nazis nicht mit Muslimen gleich. Aber der Vergleich alleine hinkt schon, wie ich gerade erklärt habe. War da ja nicht in der Vergangenheit noch irgendwas, was ich kritisiert hatte vor einem Jahr? Achso, was war das nochmal? Warte, ich guck kurz. Wer ist schlimmer, Nazis oder Islam? Ah, kannst ja wieder aus dem Zusammenhang schneiden. Also glaubst du, du bist jetzt ein besserer Mensch als die vor 100 Jahren? Du bist mit einer besseren Moral, mit einer besseren Verständnis vom Leben und so? Also wenn du das von dir behauptest, dann ist das falsch, finde ich. Also wenn er das jetzt kritisiert, dann ist vorbei. Weil das ist respektlos gegenüber unseren Ur-Urgroßvätern und so weiter. Aber so, das ist halt wirklich einfach so lost. Und ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir heutzutage eine deutlich bessere Moral haben als die Menschen vor 100, 300 oder 500 Jahren. KuchenTV, du hast doch auf Isam Bayerns Video reagiert und du hast dann sogar noch mal extra ein Video auf deinem Hauptkanal gemacht. Da setze ich doch Hauptsache voraus, dass du dir die Gegenseite Hauptsache mal angeschaut hast. Warum zeigst du nicht die Gegenseite? Er hat ein Statement dazu gemacht, das auch über 100.000 Aufrufe hatte. Ich weiß nicht, ob du es nicht gesehen hast, KuchenTV, aber da hättest du verstanden, warum das, was Isam da sagt, keinen Sinn ergibt. Nicht kritisieren. Nee, wir können ja die guten Sachen von damals. Die guten Sachen von damals. Jetzt kommt ein Schnitt. Pass auf, jetzt kommt ein Schnitt und dann redet der Leroy, aber dazwischen habe ich noch voll viel gesprochen, weil ich Beispiele gegeben habe. Achtung, mitnehmen.
Ich finde schon. Du hast doch gerade Luft geholt. Es ist schon ein Skandal gegen Leroy ausgebrochen, aufgrund dessen, dass sie angeblich Sachen falsch geschnitten haben sollten in dem Video. Er meinte nicht, dass Sklaverei gut damals gewesen ist oder dass das gut gewesen ist. Meinte er logischerweise nicht, sondern Issa meinte, nachdem er das gesagt hat, hat er direkt Sachen aufgezählt, die damals besser waren als jetzt. Das wird aber natürlich nicht gezeigt. Obwohl KuchenTV sogar lustigerweise selber gemerkt hat, dass bestimmte Sachen weggeschnitten worden sind. Leider kommt danach ein Cut, man weiß nicht, was Isam darauf geantwortet hat. Nur ein bisschen Recherche fordere ich von dir, bevor du Menschen als völlig dumm darstellst. Er hat sich nicht mal Isams Sichtweise davon angehört, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich meine, ich glaube, irgendwer hatte das im Chat gepostet, glaube ich, oder? Dass es das gab, ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich das nicht so wahrgenommen, dass das so ein richtiges Statement ist irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas war da auf jeden Fall, weswegen wir uns das nicht angeguckt haben. Und TVs Video kam ja auch erst vor ein paar Tagen. Wie gesagt, er hat es wahrscheinlich nicht gesehen. Trotzdem hat der Isam auch ohne dieses gesehen. Statement. Ah, stimmt. Doch, das war, nachdem das Video online war, habe ich ja erst dann drauf reagiert gehabt. Und dann hat einer im Chat geschrieben, ja, guck mal, es gibt hier diese Von Isam komplett Dinge. Diskreditiert, komplett falsch dargestellt. Ich hoffe, in Zukunft versuchst du Menschen nicht mehr so sehr Unrecht zu tun, wie zum Beispiel Isam gerade. Weil ich finde... Ah ja, da, guck mal, das ist schon wieder... Ich muss das einfach die ganze Zeit jetzt mit mir vergleichen, so. Stimmt, und es kann auch gelogen sein von Phil. Also ich meine, okay, das ist die Gegenseite, man weiß doch trotzdem nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber guck mal, du sagst jetzt ja dann, hör auf, andere Menschen fertig zu machen. Aber mir die ganze Zeit vorzuwerfen, dass ich meine Ex-Freundin geschlagen habe, dich irgendwie darüber lustig zu machen, dass wir unsere Beziehung beendet haben, das ist alles in Ordnung oder was? Also ich verstehe es nicht, ich würde wirklich gerne mal mit Ahmad darüber reden. Alles, was er irgendwie anderen macht, was er bei anderen kritisiert, macht er bei mir die ganze Zeit. Ich verstehe es nicht. Ich würde es einfach gerne verstehen, ob er das extra macht oder nicht. Ich finde, er hat es nicht verdient, hat über den Islam aufgeklärt und wurde trotzdem von so vielen Menschen falsch dargestellt. Es wurde falsch zusammengeschnitten, sein Video, wie sich in der Vergangenheit herausgestellt hat. Bei ihm wurde sich zwar entschuldigt von Leroys Team, trotzdem wurde sein Video falsch zusammengeschnitten und dadurch wurde er von vielen Menschen sehr, sehr gehasst in den Kommentaren. Und es wurde nur auf Islam rumgehackt, aber es wurde nicht die andere Seite oft gezeigt, und zwar die Frau. Die Frau... Hm. Beschwerst du also darüber, dass er so ein bisschen aus dem Zusammenhang geschnitten wurde? Boah, ich weiß nicht, wenn wir uns jetzt nochmal dein Video angucken, die ganze Wahrheit über KuchenTV, wo du ja auch nur negative Punkte genannt hast, die du falsch zusammengeschnitten hast, auch teilweise falsch rum so. Weiß ich nicht, Digga. Also ich sag mal so, ne, wenn sich Leroys Team entschuldigt hat, ist das ja schon mal cooler auf jeden Fall, als das, was du machst, denn du hast dann noch ein Antwortvideo gegen mich gemacht, nachdem ich das klargestellt habe, also... Die, ich will nochmal daran erinnern, die Taliban als Beispiel für die Muslime genommen hat, die einfach gesagt hat, dass es okay ist, im Islam zu töten und dutzende andere Sachen über den Islam verbreitet hat, die faktisch gesehen falsch sind. In dem Sinne fand ich schade, man hätte das besser machen können und insgesamt... Ich meine, guck mal, ich habe ja sogar in dem Video sogar gesagt gehabt, dass ich 2-3 Punkte von Islam gut finde. Stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, warum du das jetzt gar nicht in deinem Video gezeigt hast. Also warum zeigst du nicht die andere Medaille meines Videos, dass ich ja Isam sogar an 2 Stellen gelobt habe und meinte, ey, das finde ich gut, was er da sagt. Komisch, dass das irgendwie jetzt nicht ins Video geschafft hat, wo er sich ja in dem Video drüber aufregt, dass ich ihn falsch darstelle, so, ja, mein Gott, das passiert doch. Bin ich ein bisschen enttäuscht von Leroy und auch ein bisschen enttäuscht unter den Kommentaren von Leroy und ja, von KuchenTV bin ich eh nicht enttäuscht. Weil man ist es gewöhnt. So, in dem Sinne, Freunde, danke, dass ihr mir bis zum Ende zugehört habt. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was man sagen muss. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Schreibt. Digga, schlimm. Schlimm, 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 schlimm.